Bevor ihr euch dieses Video ansieht, möchte ich darauf hinweisen, ganz, ganz wichtig, Artikel 13 ist auf dem Vormarsch und das ist eventuell meine letzte Chance, euch mitzuteilen, dass ihr noch was tun könnt. Es gibt eine Online-Petition, hier Newstime und Solmecke haben sehr gute Videos dazu gemacht, die werde ich in der Beschreibung verlinken. Schaut euch die an, die Verhandlungen wurden vorverlegt und das ist eventuell die letzte Chance, die wir jetzt noch haben, um Artikel 13 abzuwenden. Und damit auch schon zu diesem Minecraft-Video. Ich habe mal wieder an meinen Minecraft und Dead by Daylight Zeugs weitergebastelt und habe dann was festgestellt. Es sieht zwar alles wundervoll aus und es funktioniert teilweise ziemlich makellos, dennoch habe ich versucht, die Map zu laden. Das heißt, ich wollte eine Beta-Version schon rausbringen mit einer fertigen Map. Was sich aber dann herausgestellt hat, ist nicht ganz so einfach. Ich wollte nämlich, dass später mal alle 26, bald 27 Maps auf einer Fläche geladen werden können. Da habe ich mit Structure-Blöcken eben ein bisschen rumgebastelt, aber ich war extremst erfolglos. Dann ist mir was aufgefallen, ich habe mir dann Hilfe von ein paar Kumpels geholt und dazu erstmal ein großes Dankeschön an Berntl und natürlich an The Joecraft, der mir dieses System gezeigt hat, das die ganzen Structure-Blöcke laden kann via Datapack. Auch dazu Links in der Beschreibung. Schaut diese auf jeden Fall an, die sind genial. Ich werde dieses Teil nicht kopieren, es ist keine Kopie seiner Maps. Es ist lediglich ein kleiner Anstoß gewesen für mich, um ja, mein Projekt überhaupt möglich zu machen. Man sieht, wie die Map schon geladen wird. Das ist ein sehr großer Fortschritt gewesen, auch wenn es anfänglich ein paar Startschwierigkeiten gab, wo die Map ungefähr 20 Minuten gebraucht hat, bis sie geladen hat, was absolut nicht zumutbar ist. Weiterhin habe ich eine Ladeumgebung geschaffen, wo man Maps einscannen kann, habe meinen alten Generator abgespeckt und werde ihn nun versuchen, einfach mal in Datapacks einzufügen, was ein ziemlich großer Aufwand ist. Wie gesagt, funktionstechnisch hat sich nicht viel getan. Ich habe lediglich versucht, die Map zu laden, was ich so gut wie geschafft habe. Die Bossbar funktioniert noch nicht ganz, aber damit muss ich mich noch auseinandersetzen. Doch das ist alles, was ich in den letzten zwei Wochen geschafft habe. Leider hatte ich nicht mehr Zeit daran zu arbeiten. Und wie gesagt, helft dem Internet gegen Artikel 13. Es betrifft uns alle. Links sind in der Beschreibung und damit ciao!